Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Euthana Torment of Resurrection ist zurück auf meinem Kanal und dank meiner Patron Lea, welche sich die dritte Staffel zu diesem Spiel gewünscht hat. Und das ist auch ein gutes Timing, denn jüngst wurde der Kickstarter ausgeliefert zu den Erweiterungen Fierce Powers und Crawling Shadows und in dieser Staffel werden wir uns primär dieser Erweiterung widmen. Ergänzend hat LR ein gutes Timing für ihren Wunsch gewählt, denn eine dritte Kampagne zu Uthea Torment of Resurrection ist auf Kickstarter gestartet mit dem Namen Cruel Frost. Das soll die finale Erweiterung sein und wer bisher Uthia noch nicht sich geholt hat, aber dennoch Interesse an diesem Spiel hat, der sollte diese Kampagne genau verfolgen, weil es wahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein wird, dieses Spiel auch gegebenenfalls in deutscher Sprache zu bekommen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die Kampagne vielleicht schon abgeschlossen ist, denn das Video drehe ich bereits vor Beginn der Kampagne und ich weiß nicht für wie viele Tage diese anberaumt ist. Allerdings das Ganze wird wieder von Dia Games und Steamforge Games herausgebracht und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es dann auch wieder eine Late-Pledge-Option gibt. Ich würde euch entsprechend hier unter dem Video einen Kommentar bzw. in die Beschreibung hinterlassen, wie lange ihr noch an dieser Kampagne dran teilnehmen könnt und natürlich auch den Link dazu hineinschreiben. Aber okay, kommen wir zurück zu dieser Staffel von Euthea und zwar über die Erweiterung Fierce Powers bzw. Crawling Shadows. Wir werden ein weiteres Szenario spielen und ich werde primär auf diese Erweiterung eingehen. Das heißt, ich werde versuchen, ganz viele Module dieser Erweiterung mitzunutzen, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, was diese Erweiterung alles zu bieten hat. Allerdings kann ich nicht hundertprozentig auf alle neuen Aspekte eingehen, denn jedes Szenario birgt wieder neue Features, neues Material, was einzuhalten Aber ich denke mal mit dem gewählten Szenario und den ganzen Modulen, die ich damit verwenden werde werden wir den größten Teil abbilden können. Und da will ich mich auch nicht lange der Vorrede mehr aufhalten. Wir starten jetzt die dritte Staffel zu Yuthea – Torment of Resurrection mit den erweiteren Fierce Powers und Crawling Shadows. Ich wünsche viel Spaß dabei. Okay, dann legen wir los mit dem Spielaufbau zu Yuthea – Torment of Resurrection und wählen uns ein Szenario. Bitte seht's mir nach, wir werden es heute nicht schaffen, das Spiel zu beginnen. Wir werden erstmal nur den Spielaufbau tätigen, denn ich werde während des Spielaufbaus schon auf die meisten Module, die jetzt hier mit der Erweiterung Crawling Shadows bzw. Fierce Powers gekommen sind, eingehen. Nicht alles im Detail, wir werden vieles auch während des Spiels machen, aber damit ihr schon mal ein Gefühl habt, welches Modul möchtet ihr, müsst oder könnt ihr mit hineinnehmen. Über das Szenariobuch seht ihr schon, wir werden jede Menge neue Szenarien haben. Die könnt ihr in der normalen wettbewerbsorientierten Version spielen, in der Einzelspielerversion, also nur mit einem Helden, oder in der Standard kooperativen Version. Es gibt aber noch bei der kooperativen Version eine extra Möglichkeit, die sogenannte Gefährtenregel. Ich werde das hier in dieser Serie sogar anwenden. Bedeutet, ich werde ein Szenario mir wählen, welches mit zwei Helden gespielt wird und direkt über diese gefährten Regeln gibt es noch zusätzliche Features, die mit hineingenommen werden. Ihr könnt das Ganze aber auch klassisch kooperativ spielen. Das heißt, ein hält nach dem anderen immer rei um, so wie ihr es im Einzelspiel auch habt. Auf die Details der Gefährden reagiere ich natürlich dann noch im Spiel direkt ein. Wir werden aber neben den Einzelszenarien auch noch szenarien Szenariensätze haben. Und zwar zwei Stück an der Zahl, einmal für die Einzelspielvariante und zwar fade des Grauens, beziehungsweise für die Gefährtenvariante gibt es das große Vergessen. Diese Sets sind eine Art Kampagne und sie gehen über ganz viele Runde, teilweise 20 Runden. Und wenn man das Ganze in der Gefährtenvariante spielt, dann kann man sich schon vorstellen, das Ganze könnte etwas länger dauern. Deswegen könnt ihr auch zwischen bestimmten Abschnitten auch den Spielstand speichern. Lea und ich hatten uns darüber beraten, was machen wir? Primär war natürlich gesagt worden, das große Vergessen, weil hier ist natürlich ganz viel Spiel drin. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich das Ganze über 20 Runden mache mit zwei Helden und nebenbei noch die ganzen Module erkläre, ich glaube, wir würden dann auf alle Fälle so an die 15 bis 20 Episoden kommen zu Yothea und das ist dann doch jetzt momentan noch ein klein wenig komplex, aber vielleicht dann perspektivisch wenn die Module bekannt sind, würde ich mich vielleicht auch noch hinreißen lassen, das große Vergessen zu spielen. Jetzt haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt und zwar wir werden ein Einzelspiel spielen und zwar Kopfjagd. Das wird nicht weniger herausfordernd sein, denn wir werden es dabei mit einer Hydra zu tun bekommen. Dafür nehme ich mir auch gleich das Szenariobuch, Seite 10 und beginne mit dem Spielaufbau. Ihr seht aber hier noch zwei andere Sachen und zwar einmal die Spielanleitung. Ihr seht, das sind alles nur neue Regeln, die hinzukommen. Eine ganze Menge. Bedenkt, ihr müsst nicht alles einfügen. Ich werde es trotzdem hier und da ansprechen, was da so möglich ist. Und hier zwischen den zwei Büchern lugt noch jemand hervor, und zwar der Totenbeschwörer. Das ist ein optionales Add-on und zwar ein neuer Held, mit dem man spielen kann. Und da ich dieses Szenario in der Gefährten-Variante spiele, brauche ich auf alle Fälle zwei Helden. Da macht es natürlich Sinn, die zwei neuen uns mal anzuschauen. Also a. die Totenbeschwörer und direkt über die Erweiterung haben wir noch eine neue Heldin und zwar Eldrea. Auch diese wird mit dabei sein. Da die beiden neuen Helden etwas komplexer sind. Würde ich empfehlen, wenn ihr das erste Mayo Thea spielt, noch nicht diese Helden mitzunehmen. Nehmt einen aus dem Basisspiel und lernt das Spiel erstmal kennen. Nutzt auch das Szenario vielleicht die Jagd. Das ist nicht ganz so komplex und da werden die meisten Spielfeatures erstmal eingeführt, damit ihr erstmal mit den Grundregeln vertraut seid. Und apropos Grundregeln, diese setze ich für diese Staffel auf alle Fälle voraus. Das heißt, wer das Spiel noch gar nicht kennt, der sollte sich auf alle Fälle meine erste Regelserie dazu anschauen, hier oben rechts auf den Infobutton. Könnt ihr draufklicken und euch die Staffel anschauen. Da werden alle Regeln zu Thea Torment of Resurrection erklärt. Denn über die Erweiterung kommen jetzt so viele Neuerungen hinzu. Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich da nochmal auf die alten Regeln eingehen müsste. Es werden zwar hier und da ein paar Regeln. Ersetzt durch andere, weil ich ein bestimmtes Modul mitverwende. Aber da werde ich dann drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Und trotzdem macht es dann auf alle Fälle Sinn, sich die erste Staffel mal angeschaut zu haben. Denn viele Sachen werden dann trotzdem genauso abgehandelt wie mit den alten Regeln. Nur hier und da werden ein paar Punkte abgewandelt. Aber okay, jetzt starten wir ganz einfach mal mit dem Szenarioaufbau auf Seite 10 vom Szenariobuch. Kopfjagd. Eine bösartige Hydra erwacht mit unstillbarem Hunger aus ihrem tiefen Schlummer. Da sie so viele Mäuler zu stopfen hat, verschlingt sie alles, was sie sieht und gewinnt mit jeder Mahlzeit an Kraft. Das ist die Hintergrundstory. Mehr müssen wir nicht wissen. Und das heißt für uns, wir müssen dieser Hydra Einhalt gebieten, bevor sie alles im Land verschlingt. Das Szenario geht je nach Schwierigkeitsgrad über 8 oder 9 Runden. Den Schwierigkeitsgrad muss ich mir vorher wählen, denn es hat etwas damit zu tun, weil ich das Ganze im Gefährtenmodus spiele, dass es nicht darum geht, eine Entwertung zu haben, das ist nämlich anders als in den anderen Varianten, um die meisten Punkte zu bekommen. Hier geht es einfach nur darum, das Szenarioziel zu erfüllen und wenn möglich, so gut es geht. Wähle ich für mich den schwierigsten Grad, das heißt den legendären, muss ich die Hydra bis zum Ende der achten Spielrunde bezwungen haben. Für den heroischen bekomme ich sogar eine Runde mehr, dann habe ich Zeit bis zum Ende der neunten Runde. Da es das erste Mal ist, dass ich dieses Szenario spiele, werde ich mir erstmal nur den heroischen Schwierigkeitsgrad geben. Somit habe ich neun Runden Zeit. Da ihr grundsätzlich alle Szenarien im Gefährtenmodus spielen dürft, habt ihr auch hier in diesem Szenariobuch ab Seite 45 für jedes Szenario einen Table, was ihr erfüllen müsst in eurer Variante, um eine bestimmte Gewinnstufe zu haben. Jetzt hier für uns Kopfjagd auf Seite 47. Da gibt es einmal drei Gewinnstufen, und zwar Silber, Gold und Diamant. Das ist das Ziel, was man sich setzt. Für die silberne Variante seht ihr hier Schwierigkeitsgrad von Kopfjagd ist ein H, heißt ich muss den heldenhaften Schwierigkeitsgrad gewählt haben, um das zu schaffen. Und hier unten gibt es keine weitere Bedingung. Das heißt, schaffe ich es, die Hydra bis zum Ende der neunten Runde zu bezwingen, dann habe ich die silberne Gewinnstufe. Das ist auch die kleinste. Schafft ihr diese nicht, hättet ihr das Spiel sowieso verloren. Für Gold hingegen hätte ich mir den legendären Schwierigkeitsgrad geben müssen. Das heißt, das Ganze in acht Runden zu schaffen. Aber auch hier keine zusätzliche Anweisung. Und für Diamant, da geht es noch mal richtig ans Eingemachte. Auch hier legendäre Gewinnstufe, also nur acht Runden. Und ich habe ein Ausrufezeichen und das Ausrufezeichen wird hier unten beschrieben. Jeder Held muss der Hydra mindestens 22 Schaden zufügen. Das heißt, wir müssen auch dosiert Schaden machen, damit jeder Held genug Schaden macht, um das Ganze zu schaffen. Aber würden wir das nicht schaffen, dann hätten wir das Ganze wenigstens im goldenen Schwierigkeitsgrad abgeschafft, beziehungsweise in der goldenen Gewinnstufe. Aber für uns jetzt hier primär. Erstmal nur das Szenario schaffen, das heißt die Hydra bis zum Ende der neunten Runde zu bezwingen und dann hätten wir wenigstens das Ganze in Silber geschafft. Ihr seht, durch die Gefährtenregel ist erstmal die reine Jagd nach Ansehenspunkten total zweitrangig. Die werdet ihr trotzdem benötigen, denn ihr wollt ja ganz viel Gold haben, ihr wollt Ansehen haben, um aufzuleveln. Das werdet ihr parallel nebenbei mitmachen müssen, aber das Szenarioziel, das ist jetzt hier das Wichtigste. Und jedes Szenario kann auch hinsichtlich der Gewinnstufe nochmal voneinander komplett differenziert sein. Das wird aber dann in den einzelnen Szenarien nochmal beschrieben. Und wie ihr seht, das ganze geht über mehrere Seiten. Ich glaube noch mal, drei oder vier Seiten kommen noch hinten dran. Es gibt ganz viele Regeln bei den einzelnen Szenarien zu beachten. Deswegen sucht euch am Anfang, wenn ihr noch unerfahren seid mit dem Spiel, erstmal nicht so ein komplexes Szenario aus. Aber jetzt hier werden wir das ganze mal versuchen, wobei ich sage, muss Kopfwerk ist jetzt von der Komplexität eher so in der Mittelstufe angesiedelt. Machen wir weiter mit dem Spielaufbau. Dafür werden wir wieder den Table benötigen, welche Teile wir benutzen bzw. Wir auch zusätzliche Anweisungen, welche Teile primär mitverwendet werden müssen. Dafür würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt mal den Table und dann schauen wir uns schon mal die ersten neuen Module an. Das Szenario sagt uns wieder, mit welchem Kartenteil hinsichtlich der Kirche wir beginnen sollen. Entweder das mit Priester oder das ohne Priester. Das Szenario beschreibt eindeutig, welches ohne Priester. Allerdings gibt es noch eine Alternative, die ihr jetzt verwenden könnt, aber nicht müsst. Es sei denn, das Szenario verbietet es euch. Auch da gibt es hier und da Anweisungen. Denn es gibt die Alternative, dass ihr den sogenannten... Rundbau hier verwendet und zwar alternativ zum Startfeld der Kirche. Die Verwendung des Rundbaus macht das Spiel ein klein wenig leichter, jetzt nicht exorbitant viel, denn der Rundbau verfügt über die gleichen Features wie auch die Kirche. Allerdings, dieser Geselle hier neben dem Rundbau macht genau das Gleiche. Das heißt, wenn ihr also mal wieder eine Heilung benötigt oder einen Heilsag, ihr müsst nicht zwingend immer in die Kirche hineinziehen, ihr könnt auch zu diesem gehen und quasi euch dort diese Sachen kaufen. Die zusätzliche Erleichterung, die ihr über diesen Erhabenen habt, das erkennt ihr hier in diesem kleinen Buchsymbol, Ihr könnt nämlich die Funktionen der Handelsorte mit benutzen, allerdings nur für den Effekt, dass ihr quasi eure Fähigkeitsplättchen freischalten könnt. Ergänzend könnt ihr auf eurem Heldentableau alles, was mit Fähigkeiten und Heldenplättchen zu tun hat, freischalten. Das heißt, ihr könnt dort auch Geld bezahlen, als ob ihr beim Händler seid. Allerdings, ihr könnt keine Sachen verkaufen und ihr könnt auch keine Sachen kaufen. Es geht tatsächlich nur um euren Helden aber somit habt ihr auf alle Fälle zwischendurch auch mal eine Gelegenheit, ohne einen Handelsort zu besuchen, auch mal aufzuleveln, wenn ihr zwischendurch ganz viele Monster oder sonstige Quests erledigt habt und vielleicht nicht unbedingt in der Nähe von einem Händler seid oder vielleicht die noch durch irgendwelche anderen Gegner belagert sind, deswegen eine super Sache, das mal zwischendurch machen zu können, deswegen diese alternative erleichtert das Spiel ein klein wenig und deswegen werde ich diese Sache auch mal mitnehmen, ob ich sie jetzt tatsächlich anwende, weiß ich noch nicht, diese beiden Sachen bleiben also aus meinem Szenario außen vor. Machen wir weiter mit den festgelegten Kartenteilen. Je nach Szenario gibt es immer eine bestimmte Anzahl an festgelegten Teilen, die ihr verwenden müsst. Schauen wir uns dann gleich bei uns auf den Table an. Nochmal zur Erinnerung, das sind diese mit diesem Haken hier unten an dem Pfeil dran. Es gibt einmal die festgelegten Kartenteilen aus dem Basisspiel und die jetzt aus der neuen Erweiterung Fierce Powers bzw. Crawling Shadows. Die Unterscheidung ist relativ. Leicht zu erkennen, wenn man es weiß, wo es steht. Und zwar habt ihr hier so einen kleinen Grimmschädel. Somit könnt ihr die Sets auf alle Fälle auseinanderhalten. Das ist auch sehr wichtig, denn ihr müsst euch vor dem Spiel entscheiden bei den festgelegten Teilen. Also nur bei denen mit den Haken, mit welchem Set spielt ihr. Mit dem alten oder mit dem neuen. Bei den großen Kampagnen kann es hier und da auch sein, dass ihr direkt eine Vorschrift habt, welche Teile ihr wann benutzen müsst. Da ich auf die neuen Features eingehen möchte, werde ich auf alle Fälle die neuen Teile nehmen und die alten bleiben somit außen vor. Bedenkt, in einem Solospiel, dass hier ein paar bestimmte Teile hinaus müssen. Bei den neuen Teilen ist das jetzt relativ cool zu sehen, denn wir haben für die, für das Einzelspiel jetzt hier so ein Symbol drauf. Das heißt, wenn ihr das Ganze solo spielt mit nur einem Helden, dann benutzt ihr nur die Teile, wo dieses Symbol drauf ist, die anderen nutzt ihr nicht dazu. Für meine erste Print-Version ist das leider nicht differenziert. Müsst ihr in der Anleitung direkt nachlesen, welche Teile für das Solo-Spiel verwendet werden und welche nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Reprint das vielleicht schon aktualisiert worden ist, dass das vielleicht auch so ein Symbol dabei ist. Kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich für mich nur die Erweiterung gewählt habe. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, falls jemand von euch den Reprint hat, ob auch jetzt bei den alten Teilen da dieses Einzelspielsymbol mit dabei ist. Da wir jetzt aber kein Einzelspiel spielen, also kein Solospiel, sondern ich die Gefährten-Variante nehme, benutze ich alle Teile. Das heißt, die mit dem solo symbol und die restlichen auch. Und die werde ich nicht verwenden. Die nächsten Kartenteile, das sind die Begegnungen. Hier der Stapel aus den bisherigen Begegnungen. Jetzt kommen hier über die Erweiterung nochmal 1, zwei, drei, vier Begegnungen hinzu. Für unser gewähltes Szenario sollen wir jetzt aber zwei festgelegte Begegnungsteile wählen, somit keine Zufälligkeit. Ansonsten könnt ihr die Sachen natürlich hier wieder hineinmischen und dann, wenn ihr das Ganze zufällig bestimmen müsst, dann einfach herausziehen. Ihr habt halt andere Quests dann über die einzelnen Begegnungen. Spielt ihr mit drei oder vier Spielern, dann müsst ihr trotzdem noch ein zufälliges wählen. Aber jetzt hier für unsere Zwei Spieler-Variante werden es zwei festgelegte sein, und zwar einmal. Der Waffenschmied für Kapitel 2. Hier ist drauf zu achten. Wir haben hier einen Waffenschmied über das neue Set, allerdings für Kapitel 1. Sieht auch ein klein wenig anders aus als der Waffenschmied aus dem bisherigen Set. Aber er nennt sich auch Waffenschmied, aber dieses ist hier Kapitel 2. Und gemäß Szenario soll ich Kapitel 2 wählen. Das heißt, einmal diese Begegnung wird eine Rolle spielen, dieser Waffenschmied nicht. Und wir sollen als nächstes den. Okkultisten nehmen, das sind diese aus dem neuen Set, auch für Kapitel 2. Das sind also diese beiden Begegnungen, die ich mitverwenden darf, mehr nicht. Wie gesagt, nur im 3- oder 4-Spieler-Spiel -Spiel würdet ihr jetzt von diesem Stapel noch einen zufällig ergänzend wählen. Zu guter Letzt haben wir noch die freien Teile, also die, wo jetzt nur diese Ecke hier unten markiert ist, einmal für die aus dem Basisspiel und jetzt die neuen mit dem kleinen Grimmschädel, die jetzt hier ergänzend hinzukommen. Das ist eine Möglichkeit, die ihr jetzt ins Spiel hineinfügen könnt, aber nicht müsst. Denn die neuen Teile nennen sich verderbte Kartenteile und die erhöhen den Schwierigkeitsgrad wieder ein klein wenig. Ich will dieses Modul trotzdem mitverwenden. Denn wir werden hier neue Elementare dabei haben und deswegen nutze ich das mit. Heißt, diese Kartenteile werden einfach jetzt hier mit in den Stapel hineingemischt und wenn ich dann gleich mein Szenario vorbereite, kann es halt sein, dass ich auch solche Teile herausziehe. Werde. Sollte das nicht der Fall sein, nicht ganz so schlimm. Bei den festgelegten Teilen ist auf alle Fälle ein Verderbtes mit dabei, beziehungsweise dort, wo so ein Elementar drauf ist, dass wir da nochmal näher drauf eingehen können. Gut, das zum Thema von den freien Kartenteilen. Jetzt gibt nur noch eine Sorte, die es im Spiel gibt, und zwar die szenariospezifischen Sachen, und die schauen wir uns jetzt auch nochmal ganz schnell an. Die szenariospezifischen Kartenteile erkennt ihr primär an diesen drei Edelsteinen hier unten, beziehungsweise bei den neun gibt es so violette, die sind auch farbig, also somit sehr gut erkennbar. Das Szenario wird euch aber sagen, wann ihr diese Kartenteile verwendet. Jetzt hier bei unserer Kopfjagd werden die meisten Sachen nicht mit verwendet. Eine Sache können wir aber optional mitnehmen. Das ist aber szenarisch spezifisch, irgendwelche Türme brauchen wir nicht. Dann hier aus dem Basisset auch für einige Szenarien brauchen wir nicht. Und diese Dimensionskarte, auch diese werden wir hier in dem Szenario nicht benötigen. Allerdings bleibt hier noch ein kleiner Stapel übrig. Diese Teile beinhalten Felder mit fair ritualen, das sind diese violetten, beziehungsweise wo ein Pegasus drauf zu sehen ist. Es handelt sich hierbei um ein Spielmodul, was ihr verwenden könnt, aber nicht müsst. Verwendet ihr es, dann werdet ihr euch den Schwierigkeitsgrad ein klein wenig runterdrosseln können. Und da ich die Sachen mit anwenden möchte, werde ich das jetzt auch mitnehmen. Ihr seht, ein paar Sachen erhöhen bei mir den Schwierigkeitsgrad, ein paar Sachen werden den Schwierigkeitsgrad verringern. Wie diese zum Einsatz kommen, werden wir während des Spiels noch feststellen, denn die werden auf alle Fälle eine Rolle spielen, denn die nach Kapitel gibt es ein so ein Teil, und nachdem ihr für euer Szenario die einzelnen Kapitel wählt bzw. zieht, kommt Jeweils immer eins on top mit dazu. Das heißt also, habt ihr zum Beispiel eine festgelegte Zahl von Teilen von zwei, wird es dann drei sein, weil ihr dann noch eins mit dazu bringt. Solltet ihr natürlich Kapitel haben, die überhaupt keine Rolle spielen, dann kommt dann auch kein so ein extra Teil mit dazu. Somit überspringt ihr das Ganze. Also habt ihr zum Beispiel ein Szenario, wo ihr nur vier Kapitel habt, dann werdet ihr für das fünfte Kapitel nicht noch so ein Kartenteil mit benutzen. Aber okay, jetzt bauen wir unseren Teilestapel zusammen, nehmen uns den Table aus unserem Szenariobuch und mal sehen, wie groß dieser jetzt wird. Den Teilestapel präparieren wir jetzt wieder gemäß des Szenario-Tables, jetzt hier für die Kopfjagd. Macht das am besten von dem letzten Kapitel nach oben. Dann könnt ihr den Stapel nämlich immer direkt dann aufbauen. Fangen wir also an mit dem untersten Teil Kapitel 5. Dann haben wir die Angabe, wie für Spieler bzw. wie für festgelegte Teile wie für Begegnungsteile und wie für freie Teile. Wir haben jetzt hier ein Gefährtenspiel mit zwei Spielern, das heißt, ich nehme diese Zeile für Kapitel 5, also drei von diesen freien Teilen. Mischen wir noch mal kurz durch und dann ziehen wir 1 2 drei Teile. Da keine weiteren Teile sonst hier in Kapitel 5 sind, bleibt er somit bei diesen und da haben wir die Basis unseres Teilstapels. Aber wie erwähnt, ich möchte das Ganze ja mit dem Modul des Pegasus-Pferd bzw. der vier Rituale verwenden. Und deswegen, weil wir einen Stapel haben für Level 5, nehmen wir jetzt das passende dazu und mischen es jetzt hier noch on top hinein. Somit ein Teil mehr, was wir erkunden können. Dann geht es weiter mit Kapitel 4. Da haben wir bei zwei Spieler vier von diesen freien Teilen. Sortiert euch das am besten zu Beginn, dann geht es schneller. 1, 2, 3, 4. Begegnungen kommt gar nichts. Und bei den festgelegten Teilen sind es drei Stück. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorher entscheiden, wollt ihr die mit Grimmschädel da nehmen oder nicht. Ich möchte die nur mit Grimmschädel, deswegen jetzt hier die drei. Ist eigentlich ein vollkommen egal, denn ich mische ja hier, hier direkt hinein. Und auch hier bekommen wir auch noch ein Pegasus-Teil. Das rufe ich mir schnell noch raus. Und da haben wir für Kapitel 4 dieses. Hier ist kein Pegasus drauf. Hier ist nur so ein Ritual. Oh, okay, mischen wir es gut ein. Seht, Stapel wird relativ groß. Allerdings sind wir natürlich auch zwei Spieler. Wir haben viel bessere Möglichkeiten zum Erkunden. Kapitel 3 wird genauso gemacht wie Kapitel 4. Das heißt, freie Teile, vier Stück. Dann für Kapitel 3 das Pegasus-Teil und die festgelegten drei Stück kommen alle hier hinein. Mischen wir das Ganze gut durch und platzieren es hier oben drauf. Kapitel 2 beschreibt jetzt eine Besonderheit hinsichtlich der Begegnungsteile. Deswegen hier das Ausrufezeichen, das Szenario beschreibt euch, welche Teile ihr nehmt. Da hatten wir ja schon festgestellt, dass wir. Okkultist und Waffenschmied für Kapitel 2 mitnehmen sollen. Dann haben wir wieder die freien Teile. Das sollen es vier Stück sein. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir das Fair-Ritual-Teil für Kapitel 2. Und noch die drei festgelegten Teile. Ja, jetzt mischen, macht keinen Sinn erst hier rein. Und dann haben wir den Stapel schon fast fertig. Nur noch Kapitel 1 und er wird somit immer größer. Für Kapitel 1 bekommen wir wieder so ein Ritualteil. Wir bekommen nur ein von den freien Teilen. Mal sehen, was es sein wird. Werden wir dann erfahren, wenn wir es aufdecken. Keine Begegnungsteile und die letzten drei festgelegten Teile mit dem Grimmschädel. Und damit ist unser Teilestapel dann auch fertig präpariert. Na, alles schön gerade machen. Okay, ihr seht eine ganze Menge, was wir jetzt durchlaufen können, um unser Szenarioziel zu erfüllen. Bevor ich aber auf die Szenarienregeln eingehe bzw. auch noch weitere Vorbereitungsschritte für das Szenario selber tätige, machen wir erstmal mit den normalen Vorbereitungen weiter und zwar für unsere Helden. Und da wir jetzt zwei neue Helden haben, schauen wir uns diese mal im Detail an. Beginnen wir mal mit Eldrea der Druiden. Hier sieht unser Spielebereich schon ein klein wenig umfangreicher aus als bei einem herkömmlichen Helden. Aber wie bei einem herkömmlichen Helden, nehmt ihr erstmal das entsprechende Kampftableau, gebt ihm vier Garmarker und markiert schon mal die Startlebenspunkte. Wer die Dragon Slayer Expansion hat, der hat gegebenenfalls andere Möglichkeiten, das hier auf dem Board darzustellen, so wie ich. Ich habe nämlich hier ein Double Layer Boards und deswegen kann ich mir meine aktuellen Lebenspunkte hier mit einem roten Würfel anzeigen und die Maximum Lebenspunkte 1 höher, um da nicht drüber hinaus zu kommen. Das wird mir im Spiel auf alle Fälle helfen, wenn ich die Boards mal hin und her rücken muss, das ebenfalls diese Token nicht verrücken. Aber was haben wir sonst noch? Wir haben die Aktionsmarker, wir haben die Heldenplättchen, wir haben eine schicke Miniatur, wir haben passend zwei Würfel, die wir benutzen können, jede Menge Interaktionstoken und wir haben etwas zusätzlich. Wir haben nämlich ein vertrauten und wir haben diverse Vertraute. Wenn ihr nicht die Miniaturenerweiterung habt, dann habt ihr Standys, könnt ihr ganz normal mitverwenden. Kommen wir mal zur ersten Besonderheit und zwar die Heldenplättchen. Das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts Besonderes, denn wir bekommen auch hier Startheldenblättchen ohne irgendwelche Angabe. Die können wir direkt auch in die passenden Slots hineinbringen. Hier für das Schwert hier oben links. Dann das nächste. Da haben wir hier eine Fähigkeit verzaubern mit so einem Schild. Packen wir mal hier rein. Und dann haben wir hier etwas Neues. Und zwar eine vertrauten Fähigkeit. Unten rechts so mit einer kleinen Tatze ist ein Befehl. Platzieren wir hier hin. Okay, jetzt haben wir alle freigeschalteten belegt. Und was haben wir hier noch? Okay, wir haben einen Ring und da ist ein Startgegenstand. Das müssen wir den auch nicht bezahlen. Den kriegen wir direkt, bekommen einen Lebenspunkt hinzu, Maximum, somit jetzt hoch auf. 6 Startlebenspunkte. Das klingt jetzt nach nichts Besonderem. Die Besonderheit ist, wenn jemand Andrea im Spiel benutzt und ihr habt noch andere Helden im Spiel, egal in welchem Spielmodus, dann bekommen diese Spieler zusätzliche Heldenplättchen. Es gibt nämlich solche mit einem Grimmschädel. Somit werden diese verpflichtend mitgenommen. Also wenn dieser Charakter dabei ist, müsst ihr diese mitverwenden. Und für die Startgegenstände ist das auch so ein Grimmschädel. Nur mit einer Krone soll halt nur darstellen, dass es halt ein Startgegenstand ist. Spielt ihr ohne Eldrea, dann könnt ihr dennoch diese zusätzlichen Heldenplättchen mitverwenden, sollten aber dann auch alle Spieler machen. Aber zusammengefasst, mit Eldrea müsst ihr diese zusätzlichen Heldenplättchen mitverwenden. Ohne Eldrea ist es quasi optional. Ich denke mal, es macht am meisten Sinn, wahrscheinlich diese zusätzlichen Sachen immer mit hineinzunehmen. Da müsste sie auch nicht differenzieren und zusätzliche Auswahlmöglichkeiten zu haben bei den Heldenplättchen ist immer eine coole Sache. Kommen wir zur nächsten Besonderheit und die ist ja augenscheinlich klar. Das sind diese Vertrauten. Da haben wir auch ein entsprechendes Board dafür und zum Spielbeginn werden wir Folgendes vorbereiten. Eltrea wird nämlich die Möglichkeit haben, Vertraute mit sich zu führen und sie auch für ihre Zwecke einzusetzen. Da gibt es einmal einen Irrlicht, dann haben wir einen Falken, einen Wolf, einen Ent und auch eine Dryade. Für jede dieser Vertrauten gibt es eine in Tausais entsprechende Karte und genau in dieser Reihenfolge, wie hier abgebildet, bringt ihr diese Karten jetzt auch in eine Reihenfolge. Aber Achtung, denn diese Karten sind beidseitig. Ihr müsst euch vorher für eine Ausrichtung entscheiden. Einmal hier für dieses Blattsymbol und einmal für dieses Mondsymbol. Die Charaktere bzw. die Vertrauten haben dann auch entsprechend andere Namen und eine zweite Fähigkeit, die anders ist. Aber ihr könnt das halt nicht für jeden Vertrauten separat machen. Ihr müsst euch für eine Ausrichtung komplett entscheiden. Ich werde das tatsächlich mal für die Mondseite machen. Aber so habt ihr auf alle Fälle noch mehr Möglichkeiten, Andrea zu spielen. Und erstmal vielleicht mit dieser Seite, dann mit der anderen Seite oder andersrum, wie es euch beliebt. Wie gesagt, die Reihenfolge genauso wie jetzt hier werden die Karten übereinander gelegt und platziert sie hier einfach auf euer Board mit dem Irrlicht ganz oben. Zu Beginn des Spiels habt ihr schon das Irrlicht bei euch und dafür nehmt ihr entweder den Stanley oder die Miniatur, je nachdem was ihr habt, und platziert ihn hier quasi auf die Karte drauf. Befindet sich ein Vertrauter hier auf der Karte, gilt ja immer auf dem gleichen Feld wie Eltrea was die Vertrauten machen, wie sie eingesetzt werden können, was die anderen Vertrauten alles machen, das werden wir dann im Spiel kennenlernen. Nur jetzt erstmal zu wissen ist, dass wir ein Irrlicht bereits zu Beginn des Spieles haben, und zwar auf unserem Feld. Wir können das auch dann zurücklassen, wenn wir wollen, woanders hinschicken. All das ist möglich, werden wir dann im Spiel noch kennenlernen. Auf der linken Seite des Boards, nur um die Fragezeichen vielleicht jetzt schon aufzulösen, das werden dann die Möglichkeiten sein, wie ihr eure Vertrauten einsetzen könnt. Ihr könnt sie nämlich separat bewegen, ihr könnt sie herbeirufen, könnt Sie zurückrufen manchmal sogar mit Kosten und das müsste dann immer markieren mit einem Heldenmarker hier hinein und diese Fähigkeit ist dann geblockt für den Rest der Runde und erst wenn wieder alle tokens aufgefrischt werden, habt ihr dann erst wieder die Möglichkeit eure Vertrauen in jedem Fall zu bewegen, herbeizurufen oder zurückzurufen. Ergänzend gibt es noch einen Stapel von Verletzungstoken. Das ist nicht zu verwechseln mit den ganz normalen Schadensmarker, die ihr auf die Gegner teilweise drauf platziert. Diese Verletzungstoken werden vom Wolf ausgelöst mit seiner Fähigkeit werden wir also erst dann zu Gesicht bekommen, wenn wir gegebenenfalls den Wolf mal herbeirufen. Ob es tatsächlich aber stattfinden wird im Spiel, das wird die Situation dann zeigen. Aber keine Angst, auch wenn wir jetzt nicht alle Vertrauten dann im Spiel sehen. Ich werde euch dann, wenn wir anfangen mit den Vertrauten zu agieren, mal jeden Vertrauten zeigen, die Fähigkeiten, was er so drauf hat, damit ihr ein Gefühl für die Art dieser Vertrauten habt und gegebenenfalls auch eine Entscheidung treffen könnt, wollt ihr mit der Mondseite oder mit der Blattseite spielen. Gut, in der Hoffnung jetzt nichts vergessen zu haben, aber das wird mir wahrscheinlich dann im Spiel auch auffallen, machen wir weiter mit unseren zweiten Helden und zwar mit dem Totenbeschwörer. Für Hoxe, den Totenbeschwörer, gibt es auch zusätzliches Spielmaterial. Angefangen erstmal wieder ganz normal sein Wort. Wir haben die Lebensmarker schon markiert. Er hat vier Garmarker, seine Aktionsplättchen, Miniatur, zwei Würfel und die ganzen Interaktionsplättchen. Für die Heldenmarker gibt es auch hier wieder Startgegenstände und es gibt wieder welche mit diesem Schädel. Und da ich mit Eldrea spiele, muss ich diese mit hineinnehmen. Schauen wir uns mal an, was wir alles für Startgegenstände jetzt haben. Denn es gibt hier mehrere, die auf einen Slot gehen. Allerdings haben wir nur zwei freigeschaltete Slots, deswegen können wir leider nicht alles mitnehmen, aber schauen wir uns diese viermal an. Wir sehen hier, wir haben schon Ansehensstufe 0. Allerdings dürfen wir die jetzt noch nicht aufdecken. Erst wenn wir zum Handelsposten gehen und ein Gold fürs trainieren bezahlen, dann könnten wir auch mit Ansehensstufe 0 diese dann noch aufdecken. Aber dafür brauchen wir erstmal etwas Geld. Wie ihr seht, wir haben drei mögliche Waffen. Allerdings haben wir nur zwei Waffenslots bzw. einen Fähigkeiten-Slot. Das wäre zum Beispiel eine Fähigkeit, könnten wir auch anlegen, wenn wir wollen. Ich denke mal, eine Primärwaffe ist erstmal wichtig für mich. Ich nehme mal die mit den meisten Wums, wie ich denke. Und das ja, war die Frage. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich werde mal die nehmen, dieses beschädigte Siegel, und zwar hier hinein. Hier ist nämlich noch ein zusätzliches Attribut drauf, und zwar dieses violette Feld mit einer Zahl drinnen. Das repräsentiert euren Beschwörungswert. Wir werden nämlich dann im Spiel die Möglichkeit haben, Diener zu rufen, und es gibt drei verschiedene, beziehungsweise es gibt sogar sechs. Auf der Rückseite gibt es immer noch eine verstärkte Variante. Aber ihr müsst dafür einen gewissen toten Beschwörungswert haben, um diesen Dino zu rufen. Und nicht nur das, ihr müsst dann auch noch Gold dafür bezahlen, dass er euch unterstützt. Wie viel Gold wir bezahlen müssen, das können wir hier an dieser Beschwörungskarte ablesen. Solange wir noch unter Stufe 15 sind, was das Ansehen angeht, bezahlen wir für jede Beschwörung, die bis zu einem Beschwörungswert von 4 ist. Ein Gold, darüber hinaus sieben. Und ja, wenn es dann mehr ist als sieben, dann müssen wir schon drei Gold bezahlen. Und das wird natürlich dann teurer, wenn wir mehr Ansehen haben. Und wir haben auf den Karten für unsere Diener auch den Beschwörungswert. Jetzt hier mit diesem einen Gegenstand könnte ich zum Beispiel jetzt schon diesen Schädel beschwören. Hat einen Wert von eins, müsste ich allerdings immer noch ein Gold für bezahlen, damit ich ihn rufen kann. Würde ich mal als Beispiel noch dieses Buch der Tote nehmen, als Fähigkeit, was ja hier reingehen würde, würde ich nochmal zwei extra bekommen, hätte ich jetzt einen Beschwörungswert von drei. Ja, für die beiden reicht es leider nicht, aber für die Rückseite des Schildes würde es reichen, auch hier Beschwörungswert, drei passt, würde auch hier wieder ein Gold bezahlen und dann könnte ich diesen auch zu mir rufen und der ist schon etwas stärker. Noch das sind Details, die schauen wir uns dann im Kampf an. Jetzt erstmal nur, damit wir wissen, welche Fähigkeiten bzw. Gegenstände möchte ich denn gern haben. Wir werden hier in diesem Fähigkeitenstabe ganz viele Plättchen finden, die so einen Wert haben. Sogar Rüstungssachen wird es dabei geben, die nicht schlecht sind und die uns quasi dann auch helfen, unseren Wert nach oben zu bringen. Ich denke mal, ich werde es wie folgt machen: Ich werde noch eine Waffe wählen. Nachher im Kampf muss ich mich natürlich dann entscheiden, mit welcher Waffe ich jeweils angreife. Die andere Waffe, ich habe keinen Slot mehr frei, geht hier in den Gegenstandsslot hinein, könnte ich ganz normal verkaufen, wenn ich wollte, könnte aber auch hin und her tauschen, das muss ich mir dann überlegen, was ich damit mache. Und jetzt habe ich hier noch eine Fähigkeit. Fähigkeiten gehen natürlich hier nicht in den Beutel hinein, die gehen zu uns in den Vorrat, ist ein Startfähigkeit, deswegen dürfen wir sie auch behalten. Allerdings, wenn ich sie haben möchte, muss ich wieder zum Trainer gehen, muss dann die Kosten für bezahlen, damit ich sie anlegen kann. Aber ich behalte sie einfach erstmal. Dies soll es mit den Vorbereitungen von Hoxie auch schon gewesen sein. Wie gesagt, wie das Ganze dann praktisch funktioniert, das schauen wir uns dann während des Spielgeschehens an. Unsere Helden sind soweit vorbereitet, Schachen schon mit den Hufen, wollen gerne loslegen. Allerdings, wir müssen uns noch ein klein wenig gedulden, denn noch ein paar Vorbereitungsschritte müssen wir abhandeln. Zumal wir auch noch ein paar Module mit hinzunehmen wollen. Teilweise ja, teilweise nein, aber ich erkläre euch alles, was da so möglich ist. Fangen wir erstmal mit den Standardkarten an. Wieder Referenzkarten. Wir haben Schieß, Eingreifen. Des Weiteren haben wir zusätzliche Referenzkarten jetzt für die neuen Rituale und für Pegasus. Schauen wir uns dann an. Dann habe ich die Referenzkarte vom Greif hier mal kurz nur hergelegt. Die werde ich jetzt entfernen. Ich habe das Teil nicht mit hineingemischt. Die ganze Sache mit den Modulen ist eh schon komplex genug. Deswegen verzichten wir mal auf den Greif. Zumal wir eine gute Reisemöglichkeit gegebenenfalls haben, wenn wir so einen Pegasus finden. Dann bekanntermaßen die vier Elementare aus dem Basisspiel. Jetzt haben wir hier noch eine Verderbnis extra noch als Elementar. Schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist, wir eins entdeckt haben. Dann kommen wir zu den Karten hier oben. Wir haben zwei Begegnungssets. Wir wissen ja hier in diesem Spiel, welche zwei Begegnungen wir gegebenenfalls haben werden. Und zwar beim Okkultist und beim Waffenschmied, jeweils in Kapitel 2. Deswegen habe ich jetzt auch nur diese beiden Sets herausgenommen. Solltet ihr das natürlich zufällig haben, dann wisst ihr noch nicht. Deswegen müsst ihr dann die Karten erst rausholen, wenn ihr wisst, welche Begegnung ihr habt. Kommen wir zu den silbernen und goldenen Karten. Hier gibt es... Zu Zusätzliche, beziehungsweise von jeder Sorte gibt es eine in achtfacher Ausfertigung. Allerdings werde ich diese hier im Spiel nicht verwenden. Hat folgenden Grund. Wir haben zum Beispiel die neuen Karten der Vollnitzflieger, wie gesagt, in achtfacher Ausfertigung. Problem ist ein Druckfehler. Der Druckfehler liegt an der Rückseite. Und wenn wir diese Karten mal hier nebeneinander legen, ich hoffe man sieht es in der Kamera, die sind erheblich dunkler als diese. Somit wüsste ich immer jedenfalls, was im Monsterspeicher drin ist und könnte mich darauf vorbereiten und das möchte ich. Deswegen werde ich diese Sachen außen vor lassen. Steamforged Games hat bereits angekündigt, es wird kostenlosen Ersatz für die Karten geben. Ich würde es mir wünschen, jedenfalls auch für die Monsterkarten, da ist nämlich der Unterschied genauso. Aber bisher wurde es nur für die silbernen und goldenen. Karten angekündigt, aber ist halt so. Solltet ihr dann diese Karten in, mit eurem Spiel mit benutzen, egal jetzt in welcher Form, dann achtet aber drauf, ihr dürft nur drei verschiedene Sorten haben. a Stück. Also es sind immer nur 24 silberne Karten und 24 goldene Karten. Ihr müsst dann quasi eine zufällig bestimmen, welche rausfliegt und die anderen könnt ihr dann quasi nutzen. Und genau das gleiche ist jetzt hier bei den Golden. Ich glaube, das sieht man noch ein klein wenig besser, den Unterschied. Und auch hier, diese werde ich also nicht mitverwenden. Ich spiele also mit den Standardkarten bei den Goldenen. Achtung! Wir spielen ein voll kooperatives Spiel. Auch im Gefährdenmodus ist bei der Seelenkontrolle darauf zu achten, dass ihr das für ein Spieler benutzt. Das ist ein klein wenig verwirrend, da ich ja jetzt eigentlich ein Zweispieler-Spiel habe. Dennoch, hier gilt das Symbol quasi als kooperative oder Solo-Variante. Dieses wird quasi genutzt. Und die andere Variante halt ohne den Solo-Symbol für die Seelenkontrolle. Die bleiben außen vor. Last but not least der Kampfkartenstapel. Der wird ja verwendet, weil wir im Solo- bzw. kooperativen Spiel keinen anderen Spieler haben, der die Monsterkontrolle übernimmt. In meinen bisherigen Staffeln habt ihr auch gesehen, das funktioniert recht gut mit diesen Karten. Man hat auf alle Fälle eine Herausforderung. Dennoch, die Sache wird jetzt ein klein wenig abgewandelt. Wir werden nämlich in dieses Kartendeck. Nicht mehr nutzen. Ihr könnt es immer noch nutzen für euer Spiel. Es ist überhaupt kein Problem, es sei denn, die Regeln sagen irgendetwas anderes, dass ihr die andere Version wählen müsst. Aber jetzt hier möchte ich dieses nicht mitverwenden, werde dafür das Ganze mit zwei Würfeln dann zufällig gestalten. Und des Weiteren benötigt ihr diesen Kampfwürfel dazu. Diese drei Sachen werden also quasi euer Monsterspieler dann sein. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns dann an. Das hat etwas damit zu tun, weil dieses Deck irgendwann ein klein wenig berechnet wird. Des Weiteren auch diese Boni, die hier drauf sind für den Monsterspieler, halt immer, ja, festgelegt sind. Und durch diesen Würfel wird jetzt eine Varianz hinzugefügt. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann im Spiel an. Wir werden jede Menge Kämpfe bestreiten. Okay, dann mischt diese vier Decks in sich noch mal gut durch, legt sie zur Seite bereit. Wir schauen uns jetzt natürlich noch die Monster an, die gegebenenfalls hier im Spiel eine Rolle spielen. Über die Erweiterung habt ihr nun mehr Möglichkeiten gegen Monster zu kämpfen. Allerdings tun sie sich nicht unbedingt in der Vielfalt widerspiegeln, mit Ausnahme der Schergen. Da wir mit dem Modul der verderbten Teile spielen, kann es also sein, dass wir jetzt auf solche Schergen treffen. Die funktionieren aber genauso wie die normalen Monster. Nur dass ihr dann kein Wolf-Symbol habt mit den entsprechenden Schwertern, sondern ihr habt diese drei Symbole. Entweder wird so eine Schädel sein, entweder so ein Schlechter oder so ein Gebieter der Untoten. Funktioniert aber hinsichtlich der Level genauso, das wäre Level 1, Level 2, Level 3, wenn ihr halt dann so einen Gegner bezwingt, kriegt ihr quasi die Trophäe und könnt diese auch so nutzen. Die Scherken sind in sich identisch. Das heißt, ihr müsst sie nicht umdrehen, reicht, wenn ihr sie offen hinlegt, ist überall das gleiche drauf. Der Letzte, der gegebenenfalls einen Scherke von einer bestimmten Art bezwingt und die anderen sind halt nicht im Spiel, weil sie halt irgendwo als Trophäe noch mit bei den anderen Spielern sind, der darf sich diese Trophäe nicht nehmen. Eine Karte muss immer liegen bleiben als Referenz, damit ihr gegen diesen dann ins Feld ziehen könnt. Ich denke mal im Zweispielerspiel relativ unwahrscheinlich, dass das passiert, aber in einem Spiel zu viert wäre das durchaus denkbar. Zu den Schergen habt ihr als Referenz auch immer die Belohnung, die ihr davon bekommt. Somit könnt ihr die Karten auch immer offen liegen lassen, braucht sie nicht immer umzudrehen. Das habt ihr alles hier auf dieser Karte. Kommen wir zu den normalen Monstern. Das sind diese beiden Spalten. Für das Basisspiel eigentlich nur diese Spalte. Ganz normal Level 1, Level 2, Level 3. Ohne diesen Schildhintergrund, das sind also die ganz normalen, denn das hier drüben sind die Elite Monster. Über die Erweiterung habt ihr nun die Möglichkeit, das Monsterspiel für euch noch herausfordernd zu machen. Und das soll auch richtig kernig sein. Denn diese neuen Karten. Ersetzen teilweise diese. Ihr werdet also die gleichen Monster hier drin finden. Es ist nur ein anderes Artwork und natürlich auch andere Werte von den Monstern. Und jetzt habt ihr die Wahl. Wollt ihr das Spiel standardmäßig bestreiten? Dann lasst das ganz einfach so. Macht es schwerer und da sind schon zwei Plus bei dem Schwierigkeitsgrad angegeben, also es ist schon richtig schwer. Dann ersetzt von jeder Monsterkard. Es sind immer zwei Stück von jeder Sorte drin, eins davon. Das heißt, ihr habt ein normales und ein schwieriges Monster, je nachdem, was ihr ebenfalls zieht. Und wollt ihr es richtig schwer haben, da sind schon drei Plus, dann nehmt ihr diesen Stapel aus dem Spiel und ersetzt das quasi mit diesem neuen Stapel. Und ihr seht auch hier, und ich hatte es gerade angekündigt gehabt, der Farbunterschied ist auf alle Fälle sichtbar. Das heißt, ihr wisst dann, wenn so eine Karte oben liegt, oh oh, das ist ein schwieriges Monster. Das kann für das Spiel nicht gut sein, wenn man das halt vorher weiß, gerade wenn man wettbewerbsorientiert spielt. Somit wünsche ich mir auch hier gegebenenfalls von Steamforged Games noch ein Upgrade bzw. eine Korrektur. Wenn sie sowieso einmal die silbernen und goldenen Karten hinterher schicken, dann gegebenenfalls auch hier. Diese vom Monstermodul. Ich werde das allerdings jetzt hier nicht wegen dieses Unterschieds nicht mitverwenden, sondern einfach wegen des Schwierigkeitsgrades. Ich kenne das Szenario noch nicht, weiß nicht, was mich erwartet und ich will nicht vorzeitig das Szenario beenden und deswegen benutze ich diese Variante nicht und nehme nur die ganz normalen Standardmonster. Entferne ich diese, somit brauche ich nicht, lege ich zurück in die Box und des Weiteren lege ich auch schon zurück. Level 3 Elite werden hier in diesem Szenario. Keine Rolle spielen. Aber Level 1 und Level 2 können wir hier in diesem Szenario mit nutzen. Ob ich es angehen werde, das werde ich dann abschätzen. Wir nehmen von jedem Prämienstapel Anzahl an Spieler plus 2. Wir spielen voll kooperativ im Gefährtenmodus mit zwei Spielern, also nutze ich jetzt vier Prämienkarten. 1, 2, 3, 4. Die anderen raus aus dem Spiel und hier auch vier. 1, 2, 3, 4. Dann 1 auf Level 2. Und dann schauen wir mal, was unser erstes Elite-Monster sein wird. Okay, ein Kerberus. Und den finden wir angrenzend zu diesem Terrain. Können wir ihn quasi dann beschwören. Holen wir uns mal noch den Kerberus heraus. Stimmt, der letzte natürlich. Okay, das wird also unser Elite-Gegner sein. Und die Karten können wir erstmal zur Seite legen. Die Holen wir dann erst, wenn wir die nächste Elite-Karte aufdecken. Aber das gelingt uns erst, wenn wir diesen aus dem Spiel haben. Übrigens, vielleicht habt ihr ja auch die Erweiterung vom Dragon Slayer, diese Kartenhalter, die finde ich sehr praktisch, gerade für mich, wenn ich halt sehr viel mit der Kamera hin und her jongliere und nicht die Kartenstapel irgendwie durcheinander bringen möchte. Habe ich hier meine silbernen, die goldenen, die drei Monster in ihrem Level, dann die Schergenkarten, hier oben quasi mein Elite-Monster, die zwei Queststapel und dieses Fach, das wird dann der Monsterspeicher sein, denn wir werden natürlich wieder zu Beginn der Runde eine eine Karte dort hineinpacken und dann jedes Mal, wenn wir eine Karte bekommen, wird dann Monsterspeicher auch eine kommen. Da hat sich an den Regeln tatsächlich nichts geändert. Weiter geht es mit den ganzen Plättchen und Token. Das ist genauso wie im bisherigen Spiel. Da gibt es kaum eine Differenzierung. Der einzige Unterschied über die neue Erweiterung sind zusätzliche Möglichkeiten an Plättchen gekommen. Zum Beispiel hier für diese Fair-Rituale. Wie die dann zum Einsatz kommen, das schauen wir uns dann im Spiel an. Auch hier entsprechend gut mischen und dann entweder in euren Organizer oder auf den Tisch bereitlegen. Des Weiteren gibt es neue Schatz-Token, die ihr hier hinein mischen könnt. Es ist zwar optional, aber ich denke mal, wenn man mehr schätze als FIFA, dann ist das überhaupt nicht dramatisch. Deswegen einfach hineinmischen. Aber auch hier die Rückseite ist erkennbar. Das heißt, zieht am besten die Schätze von unten so. Spoilert ihr euch nicht hinsichtlich von neuen Schätzen oder alten Schätzen, falls das für euch irgendeine Relevanz hat. Dann natürlich wieder die Ressourcen, deine Marke, wenn unser Gepäck übervoll ist, die entsprechenden Begegnungsblättchen. Da ich jetzt weiß, welche Begegnungen es sind, habe ich die schon mal rausgeholt. Heiltränke könnten wir benötigen und wir brauchen auch magisches Licht. Wozu? Das werden wir dann über die Szenarienregeln noch erfahren. Die ganzen anderen Token, -and Garmarker, Chaosmarker, die Edel. Stein. All das ist genauso wie im Basisspiel. Sortiert es, packt es in eure Organizer, je nachdem, was ihr habt, und ihr legt es neben dem Spielfeld bereit. Wir werden es dann im Spiel weiterhin benötigen. Eine Sache habe ich fast noch vergessen, aber noch schnell abgehandelt. Es ändert sich allerdings nichts großartig zum bisherigen Setup, denn wir brauchen unser Punkteboard und wir brauchen die Händlerauslage. Alternativ zu diesen beiden Boards, die ihr hier seht, die ich aus dem Basisspiel habe, einmal für die Punkte und für die Händlerauslage, könnt ihr auch über die Erweiterung jetzt das neue kombinierte Board nehmen. Habt ihr quasi hier euren Ansehenstracker, dann Rundenzähler und auch hier die Händlerauslage. Tatsächlich jetzt viel Platz sparend ist das nicht, wenn ich mir das jetzt hier so drauflege, okay, vielleicht 10 Zentimeter, wenn es hochkommt. In der links-rechts Ausdehnung von oben nach unten vielleicht nochmal fünf Zentimeter. Da bin ich hinsichtlich von zwei Boards ein bisschen flexibler auf meinem Tisch. Deswegen würde ich auf diese Variante verzichten und klassisch zu dieser kommen. Wir markieren mit unseren Heldenmarker wieder Feld Nummer 0 und Runde eins nehmen wir irgendeinen Heldenmarker, um uns das anzeigen zu lassen. Des Weiteren bilden wir schon die Händlerauslage für den Drachentöter, für den Alchemisten und für den Händler hier Nachzugstabe. Ihr könnt natürlich auch die Sachen im Organizer drin lassen. Ich werde eine gewisse Anzahl wieder hier heraussuchen und dann direkt eine Auslage bilden. Und das habe ich jetzt direkt gemacht. Hier nochmal der Nachzugstabe, hier die Auslage. Und mal sehen, ob hier was Nettes dabei ist. Erstmal müssen wir sowieso Geld verdienen, bevor wir uns Gedanken machen können, dieses auf den Kopf zu hauen. Und wenn nichts passendes dabei ist, wir wissen ja, wir können die Auslage auch jederzeit wieder auffrischen. Okay. Zwei Sachen gibt es noch. Ihr seht, es ist eine ganze Menge. Und ob ihr alle Module tatsächlich verwendet, das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich pack's halt alles mal hier mit hinein und mal sehen, was zum Vorschein kommt. Wir werden jetzt die Vorbereitungen treffen für ein sogenanntes Gefährtenspiel. Das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, was das bedeutet, dass wir quasi keine Wertung haben werden. Das heißt, es geht nur rein um das Szenarioziel. Allerdings, ein Gefährtenspiel ist anders als ein kooperatives. Spielen. Und deswegen bedarf es ein paar Vorbereitungen, und das machen wir jetzt. Gut, dann betrachten wir uns nun das Gefährtenspiel mal ein klein wenig mehr im Detail. Während des Spiels wird es natürlich dann noch transparenter, weil wir das ganze dann auch direkt praktisch sehen. Das Gefährtenspiel ist eine andere Art des kooperativen Spiels. Das heißt, mehr als ein Spieler müssen auf alle Fälle dran teilnehmen. Allerdings der große Unterschied beim Gefährtenspiel ist, dass ihr die Aktionen weitgehend simultan abhandeln könnt. Es gibt allerdings Ausnahmen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Handelsaktionen machen, ihr könnt auch nicht gleichzeitig Kampfaktionen durchführen. Es sei denn, ihr nehmt gemeinschaftlich an einem Kampf dran teil. Und das ist auch ein großer Unterschied gegenüber dem normalen kooperativen Modus, wo jeder nach und nach dran ist. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr gemeinschaftlich Monster bezwingen könnt, allerdings nur Maximum zwei Helden gleichzeitig. Also ein Kampf mit drei oder vier Helden gleichzeitig ist dennoch nicht möglich, aber zwei sind gut möglich. Und das sollte man hier auf alle Fälle auch berücksichtigen, denn die Gegner, auf die ihr trifft, werden entsprechend stärker sein. Und ergänzend noch natürlich auch, wenn eine Handelsaktion nicht gleichzeitig abgehandelt werden kann, auch irgendwelche Begegnungen mit elementaren oder Abbauaktionen, auch das muss nach und nach erfolgen. Beim gefährten Spiel ist es so, dass der Spielaufbau genauso getätigt wird, wie wir es gerade getan haben, also wie in einem normalen Spiel. Nur bei den goldenen Karten müsst ihr darauf achten, dass ihr bei der Seelenkontrolle auch hier die solo Spielvariante als Kartentyp wählt und nicht die fürs Multiplayer war ja ganz einfach immer noch miteinander spielt und nicht gegeneinander. Ergänzend für den Kampf, hier beim Gefährtenspiel kommen nicht die Kampfkarten zum Einsatz, sondern nur die Würfel, die wir jetzt sowieso auch schon vorbereitet haben. Das nennt sich das Spielen mit dem Feuer. Warum man es so genannt hat, kann ich euch jetzt nicht mitteilen, aber wir werden im Kampf dann auf alle Fälle sehen, wie dieses dann zum Tragen kommt. Es unterscheidet sich nur geringfügig von der normalen Variante, aber der Unterschied ist dennoch erkennbar. Was brauchen wir sonst noch für Spielmaterial? Ihr seht ja hier schon einiges. Wir brauchen einen Anführermarker. Wohl, ich brauche ihn tatsächlich nicht, denn ich spiele ja allein. Aber solltet ihr mit mehreren Spielern spielen, dann bekommt einer zufällig diesen Marker. Der geht dann am rundenende Uhrzeiger mäßig immer weiter. Und sollte es irgendwelche Streitigkeiten geben, dann hat der Anführer das letzte Wort. Dann haben wir hier diverse Token. Die kommen zum Einsatz, wenn wir dann die Gefährtenkarten aufdecken, denn die werden die Monster teilweise mit zusätzlichen Lebenspunkten versehen, mit zusätzlichen Schaden oder sonstigen Fähigkeiten. Um sich das anzeigen zu lassen, nehmt halt dann so einen entsprechenden Marker. Das werden wir dann im Spiel dann auch noch sehen. Doch kommen wir auf die Gefährtenkarten zu sprechen. Wir haben hier drei Stapel, gibt es verschiedene Karten, Römisch 1, 2 und 3. Und die werden gezogen, je nachdem, in welcher Runde wir uns befinden. Runde 1 bis 7, 8 bis 14 und 15 bis 20. Da ich ja weiß, in meinem Szenario gibt es Maximum 9 Runden, wird dieser Stapel nicht zum Tragen kommen. Dennoch, wir bereiten ihn vor. Ihr nehmt ganz einfach diesen Gefährtenstapel, mischt ihn einfach durch, legt ihn hin und dann nehmt das gleiche für. Nummer 2 einfach hier oben drauf und dann in die 1 auch noch mal oben drauf. Jede Runde wird so eine Karte gezogen und die verändern meistens die Gegner ein klein wenig, so dass ihr dann zusätzliche Effekte für diese Runde beachten müsst. Wie erwähnt, bei uns wird meistens jetzt nur der Stapel mit Nummer 1 zum Tragen kommen für Runde 1 bis 7, 8 und 9 dann noch römisch 2. Die anderen werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Dann haben wir noch ergänzende Sachen, die auch nur in der Gefährten-Variante eine Rolle spielen, und zwar persönliche Quests. Da gibt es drei verschiedene Stapel, einmal für Anfang, Fortgeschritten und Elite. Die Elite-Quest-Sachen, die mischt einfach mal kurz durch, legt sie erstmal zur Seite. Gleiches für die Fortgeschrittenen. Die kommen erst dann zum Tragen, wenn ihr jeweils eine Quest erfüllt habt. Das heißt, jeder Spieler... Muss erstmal eine Anfangsquest machen, dann ist er berechtigt von den Fortgeschrittenen, eine Karte zu ziehen. Hat er diese auch geschafft, dann darf er auch noch von Elite eine Questkarte ziehen. Und das gibt natürlich wieder extra Belohnung und gegebenenfalls für eine Schlusswertung, falls ihr damit spielt, dann auch noch zusätzliche Punkte. Doch wie erwähnt, das Gefährtenspiel ist eher dafür konzipiert, dass ihr das Szenarioziel schaffen müsst und nicht auf Punkte spielt. Doch bei den anfangspersönlichen Quests, da ziehen wir jetzt, und zwar Anzahl an Spieler plus eine. Das heißt, wir legen jetzt drei Karten hin, denn wir spielen damit zwei. Somit sind das die Anfangsquest. Und dann wählt sich jeder Spieler in beliebiger Reihenfolge eine Quest. Also sprecht euch da gegebenenfalls ab, gibt es Streitigkeiten, der Anführer hat das Sagen. Bei den Quests seht ihr natürlich aufgedruckt, was ihr erfüllen müsst. Und schafft ihr das Ganze, bekommt ihr die Belohnung und könnt entsprechend dann die nächste Karte ziehen. Das heißt also nach der Anfangsquest dann eine fortgeschrittene. Hier bekommen wir zwei Ansehenspunkte, hier auch. Hier bekommen wir drei Ansehenspunkte, dann noch eine Garmarke und Heilung um 10. Allerdings sehr teuer. Wir müssen 10 Gold bei der Kirche abgeben auf einmal. Und dann erfüllen wir das Ganze. Ich denke mal, das Geld ist vielleicht in Ausrüstung besser angelegt. Bleiben somit nur die Äußeren übrig. Ja, Wien, lasse ich was geben. Ich denke mal, Etrea, die wird sich um die Edelsteine kümmern. Also besitze fünf Edelsteine auf Ausrüstungsplätzen. Das heißt, sie müssen auch noch gesockelt sein. Okay, und Hoxia. Der wird drei Heldenfelder und sämtliche Ausrüstungsfelder auf dem Heldentableau freischalten müssen. Ihr müsst die Sache nicht erfüllen, aber ja, wenn man es sowieso nebenbei macht, weil man halt die Sachen sowieso bestücken möchte. Und unser Hoxtier, der hat ganz viele coole Ausrüstungsgegenstände in seine Heldenblättchen. Und dann könnte das schon wichtig sein, die freizuschalten. Deswegen geben wir diese Quest ihm und die andere geht zurück in die Box. Das zur Vorbereitung des Gefährtenmodus. Im Spiel werde ich euch dann natürlich mitteilen, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ich werde es in der Kamera natürlich nicht simultan abhandeln können, aber ich kann halt die Reihenfolge selber wählen, wer wann was macht. Man kann auch teilweise Sachen unterbrechen, was Bewegung angeht, dann macht ein anderer wieder etwas. Also es gibt viele Möglichkeiten, die ihr im Gefährtenmodus machen könnt, aber es ist halt auch etwas schwieriger, werden wir uns dann anschauen, wenn wir die erste Karte umdrehen. Jetzt habe ich tatsächlich alle Module schon mal im groben angerissen, mit Ausnahme eines, und zwar Geheimnisse auf der Karte. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir das Spiel vorbereiten, und deswegen widmen wir uns jetzt erstmal gezielt dem Szenario Kopfjagd. Kümmern wir uns jetzt also um das Szenario bzw. um die eine Sache, die ich euch jetzt noch als Modul vorstellen möchte und die ich auch mit verwenden werde. Es ist auch wieder eine Option. Ihr müsst das Ganze nicht verwenden und ihr solltet euch vor allen Dingen von diesem Modul nicht zu sehr ablenken lassen von eurer Hauptaufgabe, gerade wenn ihr im Gefährtenmodus spielt und das Szenarioziel im Auge habt. Wir werden nämlich auf diesen Kartenteilen teilweise so kleine Objekte finden. Das sind manchmal eigentlich nur themengebende Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier so ein Brunnen. Manchmal sehen wir irgendwelche Wildtiere oder Vögel. Eine ganze Menge gibt es da. Und diese Sachen spielen jetzt eine Rolle. Wir werden nämlich Geheimnisse haben. Es gibt drei Geheimniskarten. Zu Beginn des Spiels wählt ganz einfach oder zieht eine zufällig und legt diese neben das Spielfeld bereit. Und hier haben wir jetzt vier Angaben, was die Geheimnisse betreffen. Die sind relativ unterschiedlich. Es sind auch nicht alle immer auf jeder Karte drauf. Wir sehen zum Beispiel, der Brunnen ist hier gar nicht dabei. Wir haben jetzt hier Vögel, wir haben hier eine Schädel, einen Wolf und ein rotes Irrlicht. Und passend zu jeder dieser Arten gibt es sogenannte Geheimnistoken. Ihr seht, in Summe gibt es zehn verschiedene Tokenarten. Allerdings jetzt nur die vier, die hier auf unserer Karte eine Rolle spielen, benötigen wir. Das heißt, ihr nehmt die Token, mischt sie teilweise, gerade bei den Wildtieren ist das sehr wichtig, weil sie Schaden austeilen oder gegebenenfalls fliehen. Deswegen müssen sie halt verdeckt gemischt werden und dann direkt hier auf die Karte drauf platzieren oder platziert sie daneben. Je nachdem, wo ihr Platz habt und die anderen, die jetzt hier nicht auf der Karte sind, die könnt ihr zurück in die Box legen. Immer wenn ihr ein Kartenteil aufdeckt, gilt es erstmal, dieses genau zu inspizieren. Ist eventuell eins der vier Objekte darauf zu sehen? Wenn ja, nehmt ein Token und platziert es quasi auf das Teil. Hätten wir jetzt also den Brunnen dabei, hätte ich einen Brunnentoken genommen und dieses hier drauf platziert. Es ist manchmal schon sehr schwierig, das zu erkennen. Also guckt euch die Teile sehr genau und seht es mir nach, wenn ich im Spiel irgendwo etwas vergessen sollte oder übersehen sollte, vielleicht mal kein Token drauf zu platzieren. Ist jetzt kein Beinbruch, ist ein optionales Modul, denn hier können wir teilweise auch Belohnungen natürlich herausziehen. Das ist ja das Ziel. Allerdings, wie erwähnt, man sollte sich nicht von seiner Hauptquest abbringen lassen. Schauen wir uns kurz an, was wir machen dürfen. Wir haben einmal die Möglichkeit, Vögel zu fangen, egal welche Farbe. Schaut drauf, wenn irgendwelche Vögel drauf sind, die sind wieder so orangefarben oder weiß, auch von der Ausrichtung teilweise mal anders, dann platziert so ein Token drauf. Seid ihr dann auf dem Feld? Könnt ihr versuchen, diesen Vogel zu fangen? Müsst ihr einen Würfelwurf machen und dann bei einer 10 oder mehr könnt ihr euch dieses Token dann nehmen. Und wenn ihr das Token dann zu einem Händler bringt, kriegt ihr die Belohnung und das Token selber dürft ihr euch für die Schlusswertung behalten. Wer sich auf so einem Feld befindet, kann das Ganze auch als freie Aktion machen. Also er muss kein Aktionstoken für bezahlen. Aber Achtung, das Feld muss natürlich befriedet sein. Ist da ein Monster, müsst ihr erstmal gegen das Monster kämpfen. Und dann könnt ihr halt versuchen, gegebenenfalls etwas zu bekommen. Manche Sachen sind leichter. Die Vögel zum Beispiel, die fliegen dann auf ein Nachbarfeld. Drehen wir nicht das Token um, sehen wir, wohin es fliegt. Und dann müsst ihr schon wieder den Vögeln hinterherrennen. Aber wie gesagt, es ist eine Ablenkung, sollte man nicht allzu oft machen. Was haben wir noch? Wir sollen einen Wolf töten, der hat drei Lebenspunkte. Es ist keine Kampfaktion für erforderlich. Wir können das als freie Aktion machen. Allerdings auf der Rückseite sind natürlich Schadenswerte drauf. Heißt, wir kriegen auf alle Fälle dann irgendwelche Wunden verpasst, wenn wir versuchen, diesen Wolf zu bezwingen. Ich werde mir mal vornehmen, jede der Sachen, falls wir sie finden, einmal anzugehen. Dann seht ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Was haben wir noch? Wir haben leuchtende Schädel, die wir suchen und finden sollen. Das ist relativ einfach, wenn wir sie finden. Sie sind halt nicht so oft vertreten bei den Teilen, aber wenn wir sie dann haben, können wir sie zur Kirche bringen und bekommen die Belohnung. Und beim roten Irrlicht, auch dies können wir einfach einsammeln, kriegen allerdings zwei Schaden hineingedonnert und beim Alchemisten kriegen wir... Diese Belohnung. Gehen wir mal kurz noch auf die Sachen ein, die wir nicht haben. Zumindest das, was wir immer sehen, das werde ich kurz ansprechen. Also hätten wir zum Beispiel jetzt hier so einen Brunnen dabei, haben wir nicht, würde das Token hier liegen und das bekommen wir, wenn wir hier auf das Feld draufgehen und einen Bewegungspunkt von unseren Bewegungspunkten verbrauchen, dann dürfen wir uns das Token entsprechend nehmen und beim Alchemisten für die Belohnung eintauschen. Ihr seht auch immer, was ihr machen müsst. Es ist sehr, sehr gut beschrieben. Und für die Schlusswertung, falls ihr mit Wertung spielt, mache ich ja jetzt nicht im Gefährtenmodus, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, euch zusätzliche Ansehenspunkte zu verdienen. Je mehr Quests oder Objekte ihr gesammelt habt, desto höher ist euer Ertrag am Ende des Spiels. So, jetzt bin ich aber tatsächlich fertig mit allen Modulen und jetzt geht's zur Hydra. Wir haben zwar unsere Helden schon aufs Startfeld platziert, aber wir wissen ja immer noch nicht, wo ist die Hydra, wie bringen wir sie zur Strecke. Machen wir erstmal nur die Sachen für den Spielaufbau. Wie wir sie bezwingen, das werde ich euch dann während des Spiels dann noch erläutern. Was brauchen wir alles für dieses spezielle Szenario? Natürlich die Hydra. Die ist aber noch nicht zu Beginn des Spieles da. Die wird erst dann erscheinen, wenn wir das erste Gebirgsteil aufgedeckt haben. Also irgendwo ein Kartenteil, wo ein Gebirge drauf zu sehen ist, egal ob da ein Monster ist oder nicht. Dort wird die Hydra als erstes erscheinen, sie wird aber nicht dort bleiben, denn wie im Szenario erwähnt, sie hat Hunger, sie wird durch die Lande gehen und versuchen alles zu verschlingen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns natürlich dann an, wenn es soweit ist. Wir benötigen auf alle Fälle eine Wildheitsanzeige und die ist abhängig von ihrem Futterstatus. Ihr nehmt einfach einen Heldmarker von einem, der nicht am Spiel dran teilnimmt und platziert ihn zu Beginn hier. Auf die vier wird euch nämlich anzeigen, auf welche Monster sie es besonders abgesehen hat, weil sie halt dadurch sehr gut Futter bekommt. Die nächste Karte ist sehr wichtig für uns, die Schwächung der Hydra. Hier werden wir nämlich Wunden der Hydra zufügen können und teilweise schon für bestimmte Stadien auch Belohnungen erhalten, denn es wird uns nicht gelingen, die Hydra auf einen Rutsch zu bezwingen, dafür ist sie einfach zu mächtig. Wie stark die Hydra ist, wird durch dieses Kartendeck bestimmt. Ihr seht schon die Angabe für wie viele Spieler. Das heißt, alles was Solo ist, nehmen wir jetzt raus, brauchen wir nicht. Wir wollen die zwei Spieler Variante haben. Das sind diese Karten und die sollten eigentlich drei und vier Spieler sein, brauchen wir auch nicht. Somit nur diese Karten und die bringen wir jetzt in eine Reihenfolge. Stufe 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Hier unten haben wir schon den Todesstoß. Wenn es uns also gelingt, uns durch dieses Deck zu arbeiten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Noch die Hydra wird es uns nicht leicht machen. Sie wird nämlich die ganze Zeit durch die Lande gehen und wird dabei. Bewegungskarten ziehen. Deswegen hier ein Deckel mit Hydra-Bewegungskarten. Und dabei wird sie aus den Gebieten Sumpf machen. Sie wird Friedhöfe hinterlassen. Und auch Säuremager gibt es. Hab ich schon vergessen, es hier zu platzieren. Auch diese werdet ihr während des Spiels benötigen. Aber das schauen wir uns dann an, wenn die Hydra das erste Mal herummarodiert. Und damit, liebe Freunde, sind wir fast fertig mit dem Spielaufbau. Eine Sache noch. Und zwar, wir wollen ja die Hydra angreifen. Und das können wir nicht so ohne Weiteres. Wir benötigen dafür eine Voraussetzung. Und diese wird bestimmt über ein magisches Licht. Jeder Held bekommt jetzt so ein Plättchen. Und das kann auch nicht irgendwie verkauft oder abgelegt werden. Es kann aber gegebenenfalls aufgewertet werden. Auch da komme ich im Spiel noch drauf zu sprechen. Diese beiden Plättchen gehen direkt auf die Heldentableaus. Und da bekommt einmal unser dies allerdings nicht ins Gepäck. Das wäre ein bisschen hinderlich, die ganze Zeit einen Gepäckplatz weniger zu haben. Wir bekommen kostenfrei den Platz mit der Feueressenz freigeschaltet. Das heißt, hier geht das magische Licht hinein. Allerdings, ihr könnt es nicht von ihr wegbewegen, auch nicht auf ein anderes Feld. Gleiches Prinzip, auch für Adria, auch hier in der Feuerslot freigeschaltet. Magisches Licht geht hier hinein und darf dort nicht wieder raus. Liebe Freunde von Jothia, und an dieser Stelle bin ich nun endlich fertig mit den Spielvorbereitungen zu diesem Szenario mit dem Namen Kopfgeld. Wohlgemerkt, nicht nur das Szenario habe ich vorbereitet, auch sämtliche Module habe ich jetzt hier mit einfließen lassen und euch sie ein klein wenig erläutert, wie sie im Groben funktionieren. Während des Spiels werden wir natürlich im Detail näher darauf eingehen, wie das ein oder andere Modul sich dann im Spiel auswirken wird. Wie ihr seht, ich habe mal alles ausgebreitet, was ich jetzt hier für dieses Szenario benötige. Da sind die Miniaturen von den Elementaren ja noch nicht mal dabei, die kommen ja ergänzend noch dazu. Und außerdem ist unser Spiel Bereich momentan klitze klein wird noch viel viel größer, wenn wir diesen ganzen Kartenstapel ausbreiten. Deswegen theater Torment of Resurrection ist ein Spiel, wo ihr richtig viel Tablespace benötigt. Habt ihr nur einen kleinen Tisch, werdet ihr an diesem Spiel wahrscheinlich keine große Freude haben. Natürlich primär kann man diese ganzen Tokenhalter, die Kartenorganizer und sogar auch sämtliches Spielmaterial, Karten und auch diese Boards erstmal zur Seite räumen, vielleicht auf einen separaten Tisch und nur dorthin gehen, wenn man es direkt benötigt, so dass man nur das Spielfeld hat und seine Charakterboards aber gerade im Spiel zu viert nimmt <laughs> das auch noch mal extra Tischplatz weg. Dadurch ist dieses Spiel natürlich so episch so vielseitig und so wiederholbar spielbar, weil es so viele Einflüsse gibt in den Spiel und auch durch die ganzen Module jetzt über die Erweiterung gibt es so viele neue Features, dass man auch die anderen Szenarien gedrost mehrfach spielen kann. Ein absolutes Muss, wie ich jetzt feststellen muss, ist tatsächlich, man benötigt diese Organizer, damit man das Ganze ordentlich verstauen kann. Hätte ich jetzt hier noch zehn Stapel an Tucken, der einen Stapel fällt dann mal um, dann fange ich wieder an zu sortieren. Gleiches bei den Karten. Ich habe jetzt mal nur den kleinen Kartenhalter genommen. Die ganzen anderen Karten sind noch in den großen Kartenhalter, die ich jetzt hier nicht benötige. Aber auch das benötigt auf alle Fälle guten Stauraum und das Ganze nur ein Zipperbeutel zu haben, ist, denke ich mal, auch nicht. Sehr günstig, weil zumal auch die Karten dann vielleicht hier und da beschädigt werden. Aus diesem Grund, ich kann es jedem nur empfehlen, wer noch die Möglichkeit hat, sich diese Organizer zu holen, sei es über den Reprint, über den Late Pledge oder wo auch immer her. Es ist auf alle Fälle eine willkommene Sache. Aber okay, kommen wir jetzt hier zurück, beziehungsweise ich bin ja jetzt am Ende meines Videos angelangt. Wir haben den Spielaufbau komplett getätigt. Das nächste Mal gehen wir natürlich direkt ins Detail. Wir beginnen unsere erste Runde. Da werden wir schon mal auf die ersten Features eingehen, die wir jetzt hier mit der Erweiterung bekommen. Und natürlich werde ich euch auch erläutern, was wir bei der Hydra alles beachten müssen, wie sie ins Spiel kommt, wie sie sich bewegt und vor allen Dingen, wie wir sie bekämpfen können. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr ein klein wenig Spaß an dieser Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu.